Bei Sonnenschein angekommen und bei Regen wieder weggefahren. Zu Anfang des Kia-Videos, des letzten Videos, habt ihr genau dieses Wohnmobil wegfahren sehen. Das ist derselbe Besitzer. Wir hatten halt das Kia-Video erst gemacht und vorgezogen. Ja, ein Wohnmobil Baujahr 2021, also ein Jahr alt, sollte ja eigentlich kein Rost haben. Na dann, schaut's euch mal an. Ja, ich sag's jetzt nochmal, das Wohnmobil ist ein Jahr alt. Und genau hier, da sieht man, wie der Grundierung oder der Lack, was da ist, abplatzt. Große Abblätterungen sind da. Also da sieht man ja, da ist ja Luft drunter, ja. Und was soll da passieren? Also rosten. Und wie gesagt, wenn das bereits nach einem Jahr so aussieht, dann kann man sich vorstellen, was das nach ein paar mehr Jahren sagt. Hier eine kleine Fläche, auf einmal platzt hier alles ab und es ist Wahnsinn, was zum Vorschein kommt. Ne? Das sieht man, da ist überhaupt keine Verbindung zwischen dem Metall und der Grundierung oder der Beschichtung. Und das kann einfach nur rosten. In 10 Jahren ist das ja, zum Teil durch, dann kann man die Bänder austauschen. Ne? Das ist schon echt der Wahnsinn. Und ist das halt leider heutzutage mit der Konservierung vom Werk. Thank you.
Ja, auch hier wieder schön zu sehen, die Stellen, die sich hinter der Bremsscheibe verbergen, wenn man die nicht abbaut. Ja, also da ist dann der Bremssattel davor, wie im letzten Video, in dem Kurzvideo zu sehen gewesen ist. Genau da würde man sonst nicht hinkommen, man würde es nicht konservieren und genau da würde es wieder gammeln. Ja, die Hohlräume, schön zu sehen, wie auch zu erwarten nach einem Jahr, sind etwas verschmutzt, also jetzt nicht viel, aber in einem sehr, sehr guten Zustand, also in einem astreinen Zustand, ohne Rost, aber ohne jegliche Konservierung, so wie man das hier sieht, ne? Also, das ist auch wieder so eine Sache. Es wird anfangen zu gammeln und dann hat man so viel Geld bezahlt für so ein Fahrzeug und dann gammelt es von innen. Ja, also das kann man jetzt hier wirklich sehr, sehr schön vorbeugen, versiegeln. Das rate ich jedem, der sich ein neues oder ein neuwertiges Fahrzeug holt. Wahrscheinlich unsere Hohlraumkamera gute Laune, weil es waren hier richtig gute Aufnahmen, die wir da eingefangen haben. Gelingt nicht immer. Ich weiß nicht warum. Manchmal sieht auf der Hohlraumkamera so gut wie gar nichts. Keine Ahnung. Obwohl das jetzt auch nicht irgend so ein Billigding aus China ist. Aber hier sieht man es wirklich schön. Die Hohlräume, die sind geschützt. Also da wird kein Wasser eindringen können. Das perlt ab. Ja, das
Penetrant LT, das hält auch gut. Das hat nicht so eine hohe Kriechfähigkeit wie das Dinitrol 1000. Das sieht man nachher, wenn wir die Türen machen. Da kommt dann so richtig so das Dinitrol 1000 rausgeflossen. Und deswegen, genau deswegen sprühen wir auch das ML vor, weil das ML kriecht überall rein, nimmt auch dieses LT, dieses Penetrant mit. Die sind aufeinander abgestimmt, die Produkte. Und einfach nur klasse. Mit Kombiwachs. Das hat folgenden Grund: Der Besitzer, der wollte dieses Kombiwachs haben. Normal machen wir das ja mit dem Metallic, weil das ja, wenn die Wohnmobile da auf den Campingplätzen mit fahren, was unbefestigt ist und unter Umständen dann auch aufsetzen oder so, dann ist das schon besser, dieses Dinitrol Metallic reinzumachen, weil das hat mehr Abriebfestigkeit. Aber hier der Besitzer, der sagt, nee, der fährt da auf gar keinen Fall irgendwie, wo es so von unten mit Gras oder sonst was drankommt. Das möchte er nicht, das will er auch nicht. Der hegt und pflegt das Gerät, weil er es ja auch neu gekauft hat. Und ja, und da haben wir natürlich dann das Kombiwachs genommen, was ich auch wirklich sehr, sehr gerne versprühe. Und jetzt quäle ich euch mal ein bisschen mit einer längeren Sequenz. Der Hintergrund ist folgender: Man sieht jetzt gerade hier, große Fläche, das wird ja ratzfatz, geht alles schnell, zack, zack, bumm und ist alles drauf. Aber das werdet ihr gleich noch sehen, wenn man dann so nachguckt, man muss mal rechts, mal links, mal in die Richtung, mal in da und da sieht man so kleine Punkte, ach, hier muss noch was gemacht werden und dort. Und das nimmt alles Zeit in Anspruch, das dauert. Und das ist nun mal, dass man das jetzt mal so sieht, auch dokumentiert ist, dass es doch nicht jetzt nur in 5 Minuten das Ding komplett konserviert ist, sondern alleine nur dieses Auftragen von dem Unterbodenschutz, von dem Kombiwachs, muss man immer um die 2 Stunden bei einem Wohnmobil rechnen. Nur das Auftragen davon, ja, keine Vorbereitung, kein gar nichts, sondern das Auftragen von dem Kombiwachs. Und das ist halt Zeit, das ist der Service, den wir dann auch machen, den wollen wir auch ordentlich machen. Und deswegen nehmen wir uns auch die Zeit dafür. Und das ist halt nicht so einfach und so schnell und husch husch gemacht. Ja, also schaut es euch an. Es dauert halt ein bisschen, aber das Endergebnis, das ist ja für Jahre. So, genug gelabert. Jetzt könnt ihr gucken. Thank you.
nun ist das Wohnmobil fertig konserviert. Das Kombiwachs ist auch schon ein wenig angetrocknet. Die Nacharbeiten mit der Hakendüse, die sind auch schon gemacht. Also sprich in diese ganzen Ecken und Kanten, in Kotflügel und so weiter sind wir rein. Man sieht es schön, es ist eine homogene Schicht. Hier auch die Bänder, die sind jetzt versiegelt. Da sollte erstmal nichts dran kommen, dass das da weiter rostet, weil jetzt diese Versiegelung, die hält auf jeden Fall. Ja, der Roststopptreimer, dann das ML drüber und zusätzlich dann das Kombiwachs. Also da sollte nichts mehr passieren. Wird immer wieder kontrolliert. Ich denke, das Wohnmobil ist sehr gut geworden und das Ergebnis kann sich auch sehen lassen. Im Gesamtblick sieht es auch noch gut aus. Hier wird noch mit dem 4010 oben Motor und diese Sachen versiegelt. Das ist ein Hartwachs und der sieht auch noch gut aus, glänzend. Schönes Ergebnis dann am Ende, was nicht nur optisch, sondern halt auch wirkungsvoll ist. Das sind die Aufnahmen, die Wagenheberaufnahmen sozusagen. Da, wo auch die Hebebühne angesetzt war, da hat sich da ein bisschen was abgelöst auch noch. Also sprich, da würde auch Wasser drunter kriechen. Das mache ich jetzt mit dem Metallic, weil das wird ja auch dann wieder dort angehoben. Und das Metallic, das hat dann halt einfach eine höhere Standzeit und ist fester. Und deswegen machen wir die Stellen mit Metallic. Werden nicht vergessen, werden gemacht. Und damit ist das Wohnmobil komplett versiegelt.
Ja, das war jetzt ein etwas längeres Video. Wir versuchen ja immer unter 20 Minuten zu bleiben, eher so in Richtung 15 Minuten. Aber hier war halt auch, denke ich mal, vom Bildmaterial Gutes dabei. Der Pferder, der Bernhard. Ja, gute Fahrt, vielen Dank für den Auftrag. Da steht das nächste rote Fahrzeug, der Kia, auch seins, das wir dann machen, was ihr aber schon gesehen hattet. Ja, ich bedanke mich für das Zuschauen, fürs Reinklicken. Danke für die Likes, für die Abos und natürlich auch für die netten Kommentare, die ich bis jetzt auch immer hatte. Freut mich sehr, wenn ihr da kommentiert und eure Meinung dazu sagt. Und ich sage dann mal bis zum nächsten Mal. Tschüss.